In den letzten Tagen habe ich Ihnen einige Vorschläge gemacht, was Sie sich in Sachen Hund für das neue Jahr alles so vornehmen könnten. Über Großzügigkeit, Kommunikation, Zeit miteinander genießen und Fairness habe ich gesprochen. Darüber, wie wichtig Anerkennung ist und dass Ihr Hund auch auf Ihre Rückmeldungen angewiesen ist, um zu lernen, was er soll. Hier kommt nun mein letzter Vorschlag. Cui bono, das ist lateinisch und heißt wem zum Vorteil. Vielleicht haben Sie den Spruch dann und wann schon gehört. Die Frage, wem zum Vorteil, dürfen wir uns auch stellen, wenn es um das Training unserer Hunde geht. Sinn und Zweck von gutem Training ist es, den Hund mit Fähigkeiten und Fertigkeiten auszustatten, die sein Leben erleichtern und ihm Handlungsalternativen ermöglichen, die an seine Lebensumstände angepasst sind. Anders formuliert, was hat Ihr Hund davon, von diesem Training? Viele Hundehalterinnen sind sehr eifrig, um nicht zu sagen übereifrig, was das Training ihrer Hunde betrifft. Und manches Mal drängt sich mir die Frage auf, ob und was der Hund davon hat. Oder ob hier nicht die Bedürfnisse des Menschen im Vordergrund stehen. Überlegen Sie sich zumindest gelegentlich, ob Ihr Hund von diesem, Ihrem Training profitiert, ob es sein Leben tatsächlich leichter, angenehmer, fröhlicher oder lebenswerter macht. Der heutige und letzte Vorsatz lautet also: Im Mittelpunkt meines Trainings steht der Nutzen für meinen Hund.